So, meine Freunde, wir sind zurück bei Moons of Madness und jetzt habe ich auch verstanden, woher der Titel kommt. Die Moons of Madness sind hier Phobos und Deimos. Nee, Phobos und Deimos, Entschuldigung, Well, what should I eat today? das sind nämlich die Monde, Trabanten des Not an easy Mars. choice. Wir sind nicht auf dem Mond, wie ich dachte. Und wir fliegen wahrscheinlich auch nicht zum Mond. So, was essen wir dann heute? Eier und Speck oder schmackhafte Haferflocken? Wir Savory essen oatmeal looks good. Haferflocken. Konsumieren. Und noch ein bisschen Eier mit Speck. In Riegelform. Sehr lecker, sehen aus wie Fischstäbchen, sind aber keine Fischstäbchen. Okay. Gut, was haben wir hier drauf? Do your dishes in pain of death. Und man hat ja auch Spülbecken. Was ein Scheiß, warum gibt es keine Spülmaschinen? Ist doch viel effektiver. Gut. Aufheben. Dann nehmen wir mal unsere Funzel wieder mit. Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Mein Tagebuch sagen wir, ich bin immer noch total am Erkunden hier. Ich mag das. Das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig geil aus. So kann man sich wirklich auch eine Marsbasis vorstellen. Die ist schon sehr, sehr weit, würde ich sagen. Also da wären wir vielleicht so im Jahr 2000. 120 ungefähr, das könnte hinkommen. Wahnsinn. Ich würde gern ewig leben, muss ich Crap. ganz ehrlich sagen. What's up? Ich habe offenbar mein Seem to have missed Biomessgerät reading on your verlegt. bio gauge. Ja, da sollte Jersey mal was saw you sein, in the aber es ist lab nicht on mehr the da. way out. He's told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Krasser Typ. Ja, meine Freunde, ich würde gern ewig leben, weil alleine Raumfahrt und was die Menschheit noch alles entdecken kann, das ist der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ich würde auch gerne auf dem Mars rumschimmeln, muss ich sagen. Einfach hier so entspannt rumliegen und zu wissen, hey, 77,5 Millionen Kilometer entfernt ist die Erde, wo ich mal gelebt habe. Jetzt bin ich aber auf dem Mars. Wie geil ist das denn? Was steht hier? Er hat einen Briefkopf von Orochi. Er ist also offiziell. Neue Bilder für Ihre ID-Karte zur Freigabe, Commander Wilcox. Management. Sie frisieren ziemlich gut, Delapore. Freigabe erteilt. Nice. Kleiner Flirt hier, auf Flirtbasis angelehnt. Es gibt hier viele Blumen. Das überrascht mich nicht. Oh, ist das etwa eine. Nein, das ist keine Natriumdampflampe. Es ist eine wahrscheinlich auf LED-Technik basierende Pflanzenlampe, die genau die richtigen Wellen aussendet, um die Pflanzen hier wachsen zu lassen. Künstliches Sonnenlicht sozusagen. Schubkarren gibt es aber auch auf dem Mars. Ha. So weird. Déjà vu, I think. There was a stuck door in the dream I had. It's not important. It's just weird. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Overengineered Campsite. Aber wir müssen ja auch Overengineering betreiben hier. Letzten Endes sind wir ja auch auf dem Mars, Digga. Und nicht um die Ecke im Park. Is that bio gauge? Warum ist es hier drinnen so dunkel? Verflucht noch eins. Hier ist was. Habe ich schon? Umblättern. Ach, man hätte das nicht Umblätter nennen dürfen, man hätte sagen müssen, betrachten oder so. Ist es nicht das, was ich brauche? No good. I think there's a reset button somewhere. Ah. Just my luck. I need to find something that can fit in there. Ich muss da was reinstecken. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. Ah, guck mal hier. I need to reset it. Find something small and thin. Ja. A pen should work. Cool. Gefällt mir. So, wir haben es ja schon zurückgesetzt. Da muss ich es nicht nochmal umblättern. Dann starten wir das. Aktivierungssequenz Shane Newhart. Okay, jetzt läuft's. Cool. Scannen, um dich mit dem Sicherheitsservern zu verbinden. Heran, wegzoomen. Navigieren. Okay, wie scanne ich denn was? Ach, ich muss ich vielleicht meine Karte scannen?
Ach nee, ich muss einfach nur irgendwas scannen. Oh, cool. Verbinde dich mit diesem Gerät, indem du A drückst. Mit welchem Gerät denn? Machen wir jetzt. Ah, hervorragend. Wir müssen zur Solaranlage mit dem Meerkat fahren. Geil, können wir jetzt mit irgendeinem Mars Rover fahren? Leute! Airlock Infirmary. Infirmary. Was? Das sind so Begriffe, die ich noch nie gehört. Aber hier ist ein Greenscreen. Wir haben hier noch mehr Dokumente und Artikel. Oh, der ist sehr lang. Hier gibt es reichlich Informationen zur Story. Und wir müssen sie uns reinziehen. Wir müssen das einfach. Wir müssen wissen, um was es sich hier handelt und was wir hier machen. Okay, Vertraulichkeitsvereinbarung. Diese Vereinbarung bestätigt, dass bestimmte vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse und betriebliche Daten in dieser Vereinbarung definiert sind, ausgetauscht werden dürfen. Zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen ausgetauscht werden dürfen. Okay, es ist also nur eine Verschwiegenheitserklärung im Prinzip. Das sieht interessant aus. Why private space travel? What is Invictus? Wir bewundern und begrüßen die Pionierarbeit von Organisationen wie der NASA, aber jede Regierungsinstitution hat ihre Grenzen. Orochi verfügt als weltweit agierendes Unternehmen über grenzenlose Ressourcen und Kompetenzen. Wir können die Erkundung des Weltraums auf einzigartige Art und Weise auf ein neues Niveau heben. Und wir brennen darauf, dies zu beweisen. Orochi ist der weltweit größte multinationale Konzern mit dynamischen Tochterunternehmen. Gemeinsam bilden wir 8 Köpfe, die auf einen Horizont voller Innovationen blicken. Wir betrachten Grenzen als Herausforderung und das Unmögliche als Wagnis. Wir verschieben Grenzen. Wir streben Spitzenleistung an. Wir werden die Welt verändern. Orochi Group. Wir werden. Manticore Research Group führen in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung und Industrie. Manticore, wir schaffen den Horizont. Nancy Technologies. Okay. Das könnte auch so ein Zusammenschluss von, ich weiß nicht, Google und Amazon und so sein. Wir bewundern, okay, das haben wir schon. Die Erkundung des Weltraums mehrt nicht nur das Wissen der Menschheit, sondern ermöglicht gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologien, die uns allen das Leben auf der Erde erleichtert. Okay, cool. Dann machen wir mal hier ein bisschen. Ich könnte jetzt theoretisch hier was mit meinem Schnittprogramm einfügen, ne? Auch witzig, aber ich mach's nicht. Was haben wir hier? Mineralogische Analyse von Mars, Erde und Gestein. Declan Delapore. Ich habe mit dem X3-Spektrometer von Manticore Marsgestein und Bodenproben analysiert, um die relative Häufigkeit eisenhaltiger Mineralien wie Carbonate zu identifizieren, deren Eisenteil zu messen, sowie die Eigenschaften der Magnetphasen einschließlich der Größenverteilung magnetischer Partikel in der Marserde zu bestimmen. Diese Daten liefern Informationen hinsichtlich der chemischen und physikalischen, atmosphärischen und bodennahen Verwitterungsprozesse im Zusammenhang mit Eisen. Okay, das ist sehr, sehr physikalisch. Erspare ich uns mal an dieser Stelle. Aber natürlich auch für Leute, die sich richtig gönnen wollen, können das natürlich gerne tun. Das Terminal hier ist offline. Wir gucken mal nochmal, was hier oben ist. Das ist ja schon ein ziemlich großer Dome. Aha, hier oben ist einfach eine Sitzecke, alles klar. Was bringt denn der Raum da drunter? Aber ein schöner Rundumblick hier. Da drüben ist noch so eine große Kuppel. Schön. Wow. Ah, ich will jetzt raus. Komm, lass uns mit dem Rover fahren. Wir haben ja gerade in Surviving Mars erst erlebt, wie man mit dem Rover fährt. Und das machen wir jetzt in Third Person sozusagen. In First Person, Entschuldigung. Das ist cool. Es passt wie die Faust aufs Auge, dieses Game. Passt so gut zu Surviving Mars. Das ist sehr praktisch. Und es ist ein Horror-Game, Leute.
Airlock. Jupp, Airlock klingt gut. Müssen wir uns einen Anzug anziehen oder haben wir schon einen an? Helm aufsetzen. Gut, Helm her. Handschuhe brauchen wir definitiv noch. Pump. Ach so, da kann ich nur meinen Helm wieder zurück. Auf einmal habe ich schon Handschuhe an. Das ist praktisch, Leute. Also mit Helm aufsetzen hat er auch gleichzeitig Handschuhe an. Finde ich jetzt ein bisschen schade, weil warum hat man nicht einfach noch hier die Möglichkeit? Wäre doch da gewesen, Leute. Schade. Okay, dann wollen wir mal die Innenatmosphäre austauschen. Natürlich erst unseren Sauerstoff anheben. Das ging sehr schnell. Okay. Jetzt haben wir Sauerstoff im Anzug. Und die Atmosphäre wird jetzt gewechselt. Okay. Wir sind bereit, den Mars zu betreten, meine Freunde. Wow. Jesus Christ. Geil. 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 Man könnte wirklich denken, die haben das zusammen mit den Leuten von Surviving Mars gemacht, ne? Die Strukturen sind schon ziemlich ähnlich, finde ich. Schon cool. So, und das ist unser Baby. Mit dem dürfen wir jetzt hier über die Marsoberfläche braten. Geil. Come on, let us in. Open the door. Oh, es ist schön. Ah, hier drin ist wieder Luft zur Verfügung. Du musst erst die innere Tür schließen. Ah, hier haben wir auch Sauerstofftanks an Bord. Oh, herrlich. Was für eine tolle Simulation, oder? Wahnsinn. So, wir haben nochmal unseren Anzug aufgefüllt. Hätten wir eigentlich nicht machen müssen, aber machen es trotzdem. Können wir jetzt unseren Helm absetzen? Nein, offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Okay, Maschine starten. Na, auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Declan, I am buckled in and headed Oh, to er fährt Mission alleine, das ist ja 11. schade. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just Was? when my migraine was Oh. starting to clear up. Oh. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces, supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. Ich will I don't selber know, maybe I'm fahren. just imagining it. These dreams are starting to get to me. Ich will selber fahren, Everyone Leute. having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. Das erinnert. Put yourself in my Ich halte die shoes. Klappe, ihr müsst lesen. Log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf and lock down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the So schön aus. Sieht so schön aus. Static, calibrate, then something sounds different. It's a pattern. You start decoding it. It's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Ich würde gerne selber fahren mit dem Rover. Geil. Das wäre noch schöner. Steckt jetzt schon sehr viel Tiefe in dem Spiel. Then I wake up and there's scribbled notes around me. Feels like I haven't slept at all. Immer noch 100% Sauerstoff. Showed you Kann eigentlich nicht mine. sein. Now, lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, Ich habe noch 8 Kilowatt übrig. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Energieversorgung der Basis wiederherstellen. The anticipation is killing me. Schade, dass wir nicht selber fahren dürfen. Schade, das ist wirklich sehr schade. Kennt ihr die Netflix-Serie Oh, Lost in Space? Gibt 2 Staffeln davon, kann ich wärmstens empfehlen. Der Rover bei denen sieht auch so ähnlich aus. Nur hat er mehr Sitzplätze. Kann ich nur empfehlen, Lost in Space auf Netflix. Das ist so ein bisschen die Familie Robinson Crusoe. Nee, die Robinsons einfach. Wie kann man, wie heißt denn diese? Ach, keine Ahnung. Here's Guckt nothing es euch to einfach do. an. Someone Mega decided to geil. borrow the power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Wunderschön. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits.
I like Josie. Es sieht wunderschön aus, meine Freunde. Das kann man nicht anders sagen. Das haben die Jungs und Mädels sehr gut gemacht. Energiezelle einsetzen. Aber ich habe doch noch gar keine. Ich muss da erst eine finden, Leute. Ich will auch nicht meinen Sauerstoff hier irgendwie verbraten. Keine Energie. Fehlende Energiezelle. Ach so, da geht's weiter. Okay. Oder? Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Jetzt muss ich wirklich klettern? Uiuiui, wir klettern auf dem Mars rum, Leute. Wahnsinn. Wir haben noch 90% Sauerstoff. Verbraucht sehr schnell, muss ich sagen. Stromleitung finden, keine Energie. Ah, hier ist das Solar Array. Aha. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my biogauge to rotate them. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. Okay, wenn ich schnell genug bin, dann können wir hier noch die Solarzellen aufladen. Whoa, Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently. You know, take your pick though. Oder es war eine Hexe? Die wir schon gesehen haben? Vermutlich. Ich denke, wir müssen da unten hin. Oder ist auch irgendein Abfarmfahrzeug? Oder ein Bergbaufahrzeug? Nennen wir es mal lieber so. Klingt ein bisschen professioneller. Ja, die sind desynchronized, aber ich glaube, wir sollten auch mit unserem Sauerstoff nicht so so verschwenderisch umgehen, aber ich weiß halt noch nicht, wo wir jetzt hier hin müssen, Leute. Okay, wir sind richtig. Wenn der Aufzug hier geht, sind wir hier sehr richtig. Oh, es sieht so schön aus, oder? Es ist so faszinierend. Ich liebe dieses Mars-Thema gerade sehr. Ja, ich wäre auch sehr gerne Astronaut. Non-existent Martian air. Well, there's that, but I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle. Thank you. Ach, hier geht's weiter. Eine Energiezelle entfernen können wir von hier. Aber ich möchte eigentlich noch in diesen Bunker hier. Mit einer großen Antenne obendrauf. Airlock. Rin. Atmosphäre wird gewechselt. An der Stelle muss man auch mal sagen, wenn man sich das mal in real vorstellen würde, so ein Atmosphärenwechsel, es ist ja auch teils, ich weiß nicht, ist es denn in der Sonnenseite des Mars immer schön warm? Weil sonst, wenn man so einen Atmosphärentausch beispielsweise bei Nacht machen würde, die Atmosphäre, die du sonst hast, ohne den Anzug, ist ja 25... Who's that? Who's what? What the fuck? I thought I saw someone. Don't see anyone now. What the fuck, Leute? What the fuck? Was war das denn schon wieder für eine Scheiße? Schöner Arbeitsplatz. Ey, was ich gerade sagen wollte, ist, wenn man hier so ein Airlock hat, ja, und dann kühlst du ja quasi das Airlock runter von 25 Grad Raumtemperatur oder 20, je nachdem. Und dann hast du ja draußen bei Nacht auf dem Mars ja minus irgendwas 100. Und das ist ja auch ein wahnsinniger Stress, der ans Material übertragen wird. Ne? Da musst du auch erstmal Strukturen erstellen können, die dem standhalten. Okay, hier muss ich auch cool mit dem Laptop hinsetzen können. Ja, fett schon. Fett schon. Man kann hier die Jalousie leider nicht zumachen, wie bei Doom. Was haben wir hier noch? Können wir den lesen wir noch?
Prüfer, geologischer Bericht Declan Delapore, den haben wir schon mal gehört irgendwo. Nach 133 Sol ist die Primärmission endlich ein Erfolg. Wir haben 36,8 Kilometer östlich von hier ein mögliches Wassereislager entdeckt. Oh, sehr schön. Die Crew der Cyrano wird informiert, sobald sie in Reichweite ist. Untersuchungen laufen. Cool. Okay, meine Freunde, das war's mit dem zweiten Part von Moons of Madness. Bisher, ich bin absolut begeistert. Mir fehlen die Worte. Es ist wunderschön und wir werden auf jeden Fall viel Spaß damit haben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.